Yo, 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 was geht da draußen an euch, Leute, Mann? Alles fit? An mir ist auch alles fit hier, ich sitze hier, ich öle hier, ja? Vorm Schreibtisch, so heiß es wieder da draußen und ich vergesse diesmal nicht meine Stoppuhr. Mann, bin ich stolz auf mich, dass ich da dran denke. Boah, da gönn ich mir echt gleich mal ein fettes Schnitzel, ja? Ah, haben wir nice hier, so. Okay, starten wir schon mal die. Stereo-Headset. Nee, okay. So. Okay, fangen wir an. Und ja, ne? Kapitel 9. Colonel Jeremy Barnsby hatte nie aufgehört zu kämpfen, nachdem die Konföderation kapituliert hatte. Er sammelte eine Armee aus Soldaten der Südstaaten um sich, die sich ihre Niederlage nicht eingestehen konnten. Mit ihnen zog er nach Westen durch Arkansas und Oklahoma, um Banken auszurauben und Konvois zu überfallen. Sehr ernsthaft. Von der Armee verfolgt, flohen sie bis nach Mexiko und führten von einem Versteck hinter der Grenze aus einen Krieg fort, der schon lange entschieden war. Schließlich wurden sie von den Pinkertons gestellt und Barnsby landete im Gefängnis. Er wartete auf seine Auslieferung, als ihn meine Brüder unwissentlich befreiten. Na, hammer nice. Na, hammer nice, na, hammer nice. Gute Ausgangsposition. Ich frage noch einmal. Wofür braucht Juarez die Waffen? Es gibt drei von euch. Wenn ich einen zu Tode prügeln muss, ist das kein Problem. Für mich. Als Bezahlung! Boah! Wofür? Das Medaillon. Bitte schlagen Sie ihn nicht mehr. Hey. William. Er wird ihn töten, Ray. Ein Medaillon? Es gibt eine Legende über einen Goldschatz. Du Opferkind. In den Hügeln vor Juarez. Kann der nicht mal sterben? Habe davon gehört. Was ist damit? Das Medaillon kann zu diesem Schatz führen. Juarez tauscht die Gewehre gegen das Medaillon ein. Meine Waffen? Ja, Sir. Aber die sind wertlos. Er hat kaum was bezahlt, weil sie kaum etwas wert sind. Er würde verrostete Gewehre kaufen. Sag's nicht auch noch. Apachen. Juarez betrügt sie. Und dahin ist er unterwegs? Ins Apachengebiet? Ja, nach Nord-Arizona. Mit einem Führer. Gut. Sergeant? Ja, Sir. Aufhängen. Was ist mit dem Jungen? Auch aufhängen. Er hat diese verdammten Verräter. Ja, hat sehr viel gebracht, ne? Wer hat dir erzählt, dass die Gewehre wertlos sind? Ich. Also lass ihn in Ruhe. Du? Ist ja interessant. Und wer hat's dir erzählt? Ja, wer wohl? Die Schlampe. Thomas. Nicht Thomas, nicht die Schlampe Thomas, sondern ihr wisst schon, welche Schlampe ich meine. Könnt ihr euch bewegen? Ich nicht. Zu fest. Schön. Duray. Siehst du die Säge? Schneid deine Fesseln durch und mach uns los. Aber ich weiß nicht... Ruhig, Bruder. Du schaffst das. Sehr gut. Und jetzt wir. Beeil dich. Da kommt jemand. Fertig. Nein, da kommt jemand. Nimm den Stuhl. Das ist die einzige Waffe hier. Verdammte Scheiße, sie brechen aus! Ah! Nimm die Pistole. Raus, schnell! Noch mehr davon. Gott ist immer bei euch. Zack, zack. Und so was muss jetzt? Das sein. Schauen wir uns etwas um. Ja, Josa. Schau dich um. Du kletterst wie ein verdammter Berglöwe. Ich bleib lieber auf festem Boden. Dann merke ich. Siehst du eine Straße? Ja, den Berg runter. Ja. Gut. Da
Aber ich habe keine Lust zu laufen. Dann nehmen wir Fallschirm, oder? Hab ich alle meine Waffen? Jawohl. Wo soll ich denn... Wo? Wo muss ich denn lang, Kollege? Pass auf! Ich will mal die geile neue Pistole. Alter, Sieger, ey. Seht ihr das? Geht wohl bis ganz nach unten. Lass uns einen Aufzug suchen. Jetzt nicht mehr zu einem Todesfall sperren. Ja, warum nicht? Geil, wie du die nachlädt. Das ist richtig nice, die Waffe, Alter. Ne Witz, Mann. Die ist richtig nice. Vorsichtig. Schon ein bisschen die OP-Waffen hier. Und was jetzt? Get one nice. Nee. Ach, da geht's runter. Oh, sorry, übersehen. Komm, ich brauch mal hier einen Sprengmeister. Endlich. Wieder Boden unter den Füßen. Jetzt. Da gehen sie alle down. Das war ja fast zu leicht. Das hab ich ja gar nicht gebraucht. Ich musste einfach deinen Arsch retten. Helft doch mal mit, Kollege hier. Ich bin angucken. Damit schnell. Ja, nicht mal Zeit zu ziehen. Das war viel zu einfach. Echt. Der geilen Wurm ist das echt viel zu einfach. Oh Mann, das glaube ich nicht. Geht das da tief runter? Alter Vater. Ob sowas realistisches? Wie viel zahlen Sie den Mistkerl? Eine Zugbrücke. Versuch mal, dahin zu kommen und sie runterzulassen. Gib mir Deckung. Weiter. Wie soll ich da hinkommen? Dreh ich wieder oben rum. Aha. Weiter. Hab ich gesehen. Und jetzt? Auf den Kopf! Kommt noch mehr! Kann ich doch nicht runterspringen, Mann, Leute. Jetzt holen wir sie uns! What? Ja. Das war scheiße, da habe ich wieder mal nicht aufgepasst, Leute. Siehst du, so schnell geht das. Ja. Ich möchte aber gerne trotzdem nochmal neu versuchen. Eine Zugbrücke. Versuch mal, dahin zu kommen und sie runterzulassen. Gib mir Deckung. Weiter. Nein. Boah, das ist gar knapp. Jawohl. Zack. Geschafft! Bringen wir es und weiter! Amigos!
Alter, Kleiner. Alter. Pass mal auf. Ah, Kollege. Nicht mit mir anlegen, Kollege. Nicht mit mir anlegen. Langsam. Wieder gesperrt. Ach, da muss ich wieder auf den Dings warten hier, damit wir da wieder reinstürmen können, wie die Bekloppten. Ob ich alles nachgeladen habe. Ne. Da gehen noch ein paar. Da gehen noch ein paar Schuss. So. Beeil dich mal, Kollege. Das war's dann hoffentlich. Wir erledigen das zusammen. Okay. Verbrennen Sie! Sieht aus wie eine Sackgasse. Scheiße. Was jetzt, Thomas? Erstmal ruhig Kaffee trinken. Du bist erledigt! Los, ich mach dich fertig! Komm her, Bruder. Ich war aber noch gerade im Nachladen. Bin interessiert, wie die ohne Amnesie nachladen. Ach nee. Sieht aber geil aus, wenn man amnesiert. So. Unglaublich. Hier ist ein Aufzug. Den nehmen wir. Jo. Na gut. Aber denk nicht, dass mir das gefällt. Nee, muss es ja auch nicht. Ich hab das ja auch vorgeschlagen, Arschloch. Eine Wolken. Ups. Da war ein Loch. Das habe ich natürlich wunderschön, wunderschön. Das ist schön, das ist wunderschön. Übersehen. Aber die glänzt, alter Vater. Ich muss gerade nochmal nachladen, weil man das so schön sieht, wie die glänzt. Oh, das ist awesome, Alter. Meinst du das Blattgold oder Echtgold? Ich denke mal, das ist pures Echtgold, Alter. Oh. Wenn sie dadurch nicht standhalten würde, weil sie eh dann wieder... Komm, Thomas, schlaf dich ein. Kerl gehört dir. Gut gemacht. Der Senkmechanismus muss irgendwo da oben sein. Jemand muss ihn auslösen. Ja, wer ist das denn wohl? Mit jemand meinst du wohl mich? Ja, oh ja, klar. Aber Höhen sind echt nicht meine Stärke. Ja, endlich gibt das zu. Das wirst du lernen müssen. Sobald der Aufzug hochfährt, musst du mit William da drin sein. Ja. Bleib hier und gib mir Deckung. Ich gehe ein wenig klettern. Wie zum Teufel willst du da wieder runterkommen? Ich werde einen Weg finden. Hast du eine bessere Idee? Gut, mach das. Aber mir gefällt das immer noch nicht. Komm, William. Los jetzt. Ja. Aha. Zack. Weiter. Sport in der Hölle, Mistkerle. Noch mehr Gesellschaft. Ist okay. Hast du
nicht drauf? Was? Du bist der Versager, der es nicht schafft, da oben ein paar Kollegen. Weiter. Zeit zu sterben für diese verdammten Feiglinge. Wahre Worte, Bruder. Wahre Worte. Ja, und was jetzt? Soll ich jetzt... Jetzt ganz verarschen, oder was? Nee, ne? Da muss ich das sicher nehmen. Alter, 100 Euro, dass ich da nicht drauf muss. Jetzt. Das war sicher nicht der richtige Weg. Komm, weil die ganze Chaise normal. Komm. Weiter. Ups. Habe ich was übersehen? F. Ja, damals gab es noch keine elektrischen Aufzüge und Glasfassade hier außen. Da war es alles noch ein bisschen holziger. Okay, los geht's. Rein mit dir, William. Herr, habe Gnade mit uns. Schloch. Ich hasse dich so, Alter. Es geht gar nicht. Diesen Charakter ist das Schlimmste, Alter. Wie der Lein aussehen, ne? Wie so ein Milchbubi, ey. Plötzlich so blöd, und so verfickter Wichser, Alter. Uns verraten, ey. Dem alle Informationen gegeben, wo klar war, dass der um Rache will, dass der uns nicht in Frieden lässt. Arschloch. Ja, da wollen wir doch hin. Oh, Scheiße. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ding gleich. Wesker, Dynamit! Sie werfen Dynamit auf uns runter! Scheiße, wir müssen sie da runterschießen! Wo sind die denn? Schießt ihr nur Löcher in die Luft? Immerhin treffe ich überhaupt was! Toll! Wunderschön, das ist schön, das ist wunderschön. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Geile Fässer in der Luft verschießen, das machen wir doch super gerne, oder nicht, Leute? Ja, klar, machen wir das gerne. Ja, machen wir gerne. Machen wir sehr gerne. Okay. Boah, ich glaube, ich muss mal aufhören aufzunehmen, Alter. Ich werde langsam müde hier. Na gut, haut rein, bis zur nächsten Folge, ne? Dabei, dann geht's richtig ab, Leute. Ich verspreche, da geht richtig ab. Ich werde den Lift nur abscheißen, aber. Werden wir mal sehen. Haut rein. Tschüss.